Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Alumni-Mitglieder, danke, dass Sie den Weg heruntergefunden haben und sich aus Ihren Netzwerkdiskussionen losgerissen haben. Wir haben heute Nachmittag einen Vortrag über Umweltethik von Professor Weiß, der das Thema Ethik hoffentlich und soweit ich weiß, in den prominenten Rahmen setzt, in den es in unserer Gesellschaft hoffentlich wieder ankommen sollte. Und danach haben wir erfreulicherweise 4 Personen aus dem Alumni-Verband, die in einer Vorstandsfunktion tätig sind und die sich bereit erklärt haben, hier am Podium einige Fragen zu beantworten und dann vielleicht auch aus dem Publikum einigen Fragen sich zu stellen. Für diese Bereitschaft sei auch jetzt schon der herzliche Dank ausgesprochen. Herr Professor Weiß, the floor is yours. Servus. Hallo, grüß dich. Ich sitze hinter euch. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, auch einen kurzen Abriss, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute noch mache. Ich habe immer noch einen Lehrauftrag Umweltethik hier. Ich habe Chemie, Physik und Biologie studiert an der Wiener Uni, habe dann einige Jahre im Reaktorzentrum gearbeitet und habe dort erkannt, dass man nicht mit der gebührenden Vorsicht mit Strahlung umgeht und bin seit den späten 60er Jahren kritisch zur Kernenergie aufgetreten. Bin nach Seibersdorf an die BOKU gekommen, ans Institut für Zoologie. Ich war Assistent bei Professor Schubert Soldern, das ist jetzt 50 Jahre her, und habe mich seit damals mit Umweltfragen befasst, habe mich habilitiert für Humanökologie an der Uni Wien, habe auch viele Jahre lang einen Lehrauftrag Humanökologie an der BOKU gehabt und seit etlichen Jahren auch schon den Lehrauftrag Umweltethik. Ja, so viel als Vorrede. Und die Umweltethik ist eine ernsthafte Angelegenheit. Wie schon Hans Jonas, der prominente Philosoph, in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung festgestellt hat: Was dem Thema einigermaßen gerecht werden soll, muss dem Stahl und nicht der Watte gleichen. Von der Watte guter Gesinnung und untadeliger Absicht, der Bekundung, dass man auf Seiten der Engel steht und gegen die Sünde ist, für Gedeihen und gegen Verderben gibt es in der ethischen Reflexion unserer Tage genug. Ich möchte auch erinnern, dass Adolf von Gutenberg schon vor mehr als 100 Jahren sich ganz engagiert für den Schutz der Natur ausgesprochen hat. Und sein Denkmal steht im Türkenschanzpark und das Gutenberghaus ist nach ihm benannt. Jedenfalls sagt er, dass der Mensch, der eben die Natur beherrscht, wie alle guten Herrscher, auch für den Schutz der Beherrschten verantwortlich ist und dass daher Naturschutz eine ganz wichtige Aufgabe ist. Wenn wir von Umweltethik sprechen und Umweltethik fragt nach dem richtigen Verhalten in Bezug auf die Mitwelt und Nachwelt, dann müssen wir ein fundiertes ökologisches Wissen haben. Wir müssen das System kennen, das wir richtig behandeln sollen, wenn es zukunftsfähig sein soll. Und Ökologie braucht aber ethische Orientierung. Es gibt immer wieder Handlungsalternativen und da muss ich fragen, ja, was ist besser? Besser in welcher Hinsicht? Für wen? Und so weiter. Und da kommt man um ethische Fragen nicht herum. Die Basis der Ethik ist im Grunde genommen sehr einfach. Das ist die goldene Regel, bekannte biblische Weisung: Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Oder die negative Version: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Immanuel Kant hat sich ja gewundert, er hat immer gesagt, zwei Dinge
setzen mich immer wieder in Erstaunen, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Aus biologischer Sicht kann man heute sagen, dass die goldene Regel nicht nur in allen großen Weltreligionen vorhanden ist, sondern dass sie ein Erfolgsprinzip sozialer Lebewesen ist. Denn die nur in ihrer Sozietät einen evolutionären Erfolg haben, die müssen die Schwachen beschützen und die Alten, die den Erfahrungsschatz der Sippe in sich haben, auch. Also die goldene Regel ist sozusagen ein uraltes biologisches Erfolgsprinzip. Aber auch eine wesentliche Basis der Ethik ist der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Also eine etwas erweiterte Sicht im Vergleich zu der goldenen Regel. Unter Moral verstehen wir die für eine Gruppe geltenden Handlungsrichtlinien. Moralvorstellungen sind einem Wandel unterworfen. Es gibt tiefgreifende Unterschiede und Gegensätze. Das Wertgefühl und Wertbewusstsein in der Menschheit hat vielfältige Entwicklungen und Rückfälle durchlaufen. Und manche unserer heutigen Moralvorstellungen werden im Urteil künftiger Generationen als rückständig oder inhuman gelten. Moralisch bedeutet gemäß der herrschenden Moral und in Bezug auf den jeweiligen Gesprächsgegenstand. Ethik entstand im alten Griechenland, Ethik wird auch praktische Philosophie genannt, und hat ihren Ursprung im kritischen Vergleich unterschiedlicher Moralvorstellungen. Die alten Griechen haben gesehen, dass was in der einen Kultur als gut und richtig gilt, das in der anderen gilt als verwerflich. Und man hat sich Gedanken gemacht, welche allgemeingültigen Handlungsrichtlinien kann man begründen. Das ist der Gegenstand der Ethik. Ethik ist eben die praktische Philosophie, die Lehre von dem, was sein soll. Und Umweltethik ist daher eben die Lehre von dem, wie wir mit unserer Umwelt umgehen sollen. Ethik geht keine Kompromisse ein. Sie orientiert sich am sittlich Richtigen, nicht aber an den Zwängen, die jeweils herrschen. Sie ist daher auch nicht zu Kompromissen bereit. Und im Konfliktfall müssen konkurrierende Interessen gegeneinander abgewogen werden. Also Güterabwägung. Wenn es zum Beispiel geht, mehr Gewinn oder Gesundheit, soll irgendeine schädliche Substanz, weil es profitabel ist, verwendet werden oder soll man sie verbieten, weil sie gesundheitsschädlich ist? Ja, da ist aus Sicht der Ethik die Antwort klar. Ganz wesentlich war zu Zeiten der Aufklärung der Grundsatz, dass alle Menschen als Freie und Gleiche, ungeachtet ihrer faktischen Differenz, anerkannt werden müssen. Es gab ja lange Zeit die Ansicht und die Überzeugung, die einen sind zum Herrschen geboren, die anderen zum Dienen. Und so weiter, und das hat man natürlich ausgenützt, denken Sie auch an Sklaverei und an unmenschliche Zustände. Und in diesen Zeiten war die Idee der Aufklärung etwas enorm Revolutionäres. Vor dem Gesetz sind alle gleich. In der Gesellschaft führt das zur Demokratie und zwischen Völkern zum Völkerrecht. ...1784 wurde ein Preisausschreiben gestartet zur Frage, was ist Aufklärung? Und da gibt es ja die berühmte Antwort von Immanuel Kant: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kant sagt dann etwas, das man durchaus auch als in der heutigen Zeit durchaus versteht. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Mir ist da kürzlich ein Gedicht von Eugen Roth untergekommen. Ein Mensch, der mit Descartes gedacht, das Denken erst das Leben macht, gerät in Zeiten, wo man Denker nicht wünscht und wenn, dann nur zum Henker. Er dreht den alten Lehrsatz um und sagt, non cogito ergo sum. Und ja, und das erleben wir heute leider. Ja, ich möchte jetzt ganz kurz darauf hinweisen, dass es in der Umweltethik ganz verschiedene Positionen gibt. Die anthropozentrische Position, wo eigentlich alles nur dann schützenswert ist an Pflanzen, Tieren, Ökosystemen, sofern es für den Menschen nützlich ist. Aber dieses Nützlichkeitsdenken scheitert an unserem ökologischen Nichtwissen, denn wir wissen nicht, wie viel Natur beeinträchtigt werden kann, ohne dass das sich nicht dramatisch auf den Menschen zurückwirkt. Und daher ist ein sehr wichtiger Ansatz, der biozentrische Ansatz der Ethik, die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, wie sie Albert Schweitzer bezeichnet hat. Er sagt, die Natur ist gnadenlos und voller Leiden, mit dem Menschen tritt ein Wesen mit der Fähigkeit zum Mitleid in die Welt. Und Schweitzer hat das in dem Satz verdichtet, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ethik besteht also darin, dass ich die Nötigung erlebe, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Damit ist das denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen gegeben. Gut ist Leben zu erhalten und Leben zu fördern, böse ist Leben vernichten und hämmern. Diese biozentrische Position ist eine tragfähige Basis zur Humanität. Wenn ich eben schon die Mitgeschöpfe achte und eine Rangordnung ablehne, dann umso mehr bei Menschen, da ist Rassismus und Chauvinismus gar nicht möglich mit einer solchen Ethik. Und ganz wesentlich bei der schweizerischen Ethik ist, dass erkannt wird, dass es nicht die Lösungen immer geben kann, die klaren, sondern dass es immer um Konflikte geht und um eine sozusagen ethische Bewältigung von Konflikten. Das wache Gewissen führt zu einem immer tieferen Mitweltbewusstsein und konsequenterem Handeln. Immer ist die Frage zu stellen, habe ich genug getan? Und die Antwort ja, wäre in den meisten Fällen Selbstbetrug. Ich betone immer, dass jeder von uns ein Teil des Umweltproblems ist und daher müssen wir uns alle versuchen und bemühen, auch Teil der Lösung zu werden. Die Ethik, bisher beschrieben, war eigentlich eine zwischenmenschliche oder zwischengeschöpfliche Ethik. Da fehlt aber noch einiges. Der kategorische Imperativ und die goldene Regel als grundlegende ethische Prinzipien sind auch für die Umweltethik gültig, wenn sie um die Mitgeschöpflichkeit und um die Zukunftsperspektive erweitert werden. Also nicht nur der Nächste, sondern auch die nächsten Generationen und nicht nur die Menschen, sondern auch die Lebewesen haben das Recht auf Existenz. Der umweltethische Imperativ könnte lauten, handle so, dass die Folgen deines Tuns künftiges Leben nicht schädigen,
mache das Interesse künftiger Menschen und der Natur zu deinem eigenen. Wir unterscheiden die Gesinnungsethik, die man auch Ethik der Motive des Handelns, die man auch so nennt. Eine Handlung ist dann gut, wenn sie gut gemeint war. Aber Sie kennen sicher alle den schönen Spruch, das Gegenteil von gut ist sehr oft gut gemeint. Und daher genügt eben diese Gesinnungsethik nicht, sondern sie muss abgelöst werden von einer Verantwortungsethik, die vorausschauend schlimme Folgen vermeidet. Und wir kommen daher zu wichtigen umweltethischen Prinzipien. Das erste könnte man das Sicherheitsprinzip nennen. Das verlangt im Zweifel, das Worst-Case-Szenario zu betrachten. Es ist nicht die Frage, was passiert bei irgendeinem Unternehmen, bei irgendeiner Produktion von Chemikalien oder sonst was, was passiert, wenn alles nach Wunsch geht, sondern die Frage ist zu stellen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Und dann tritt das Vorsorgeprinzip in Kraft. Das Vorsorgeprinzip bezweckt vorausschauend, irreversible Schäden zu vermeiden. Und daraus folgt auch, dass es nicht erst dann irgendwelche bedenklichen Dinge verboten werden, wenn über jeden Zweifel erhaben die Schädlichkeit wissenschaftlich belegt ist, sondern begründete Zweifel an der Sicherheit sollten da schon ausreichen. Das Vorsorgeprinzip wird immer wieder beschworen und bekräftigt, aber sehr oft und in vielen Fällen missachtet. Aus der Verantwortungsethik folgt dann natürlich auch das Verursacherprinzip, dass Verursacher von Ökosystemschäden und Schäden anderer Art zur Verantwortung gezogen werden müssen. Die Vorlesung Umweltethik strukturiere ich in vier Abschnitte gemäß der buddhistischen Wahrheiten. Buddhismus geht ja davon aus, es gibt die Wahrheit vom menschlichen Leiden. Die zweite Wahrheit ist die Wahrheit von den Ursachen des menschlichen Leidens. Die dritte Wahrheit ist die vom Ende des menschlichen Leidens. Und die vierte Wahrheit ist die vom Weg zum Ende des menschlichen Leidens. Wir müssen die ökologische, gesellschaftliche und ethische Krise erkennen. Wir müssen die Wurzeln verstehen lernen. Wir müssen mögliche Alternativen suchen und schließlich die Wege zu ihrer Verwirklichung bereiten. Also all das sind wesentliche Aufgaben, die wir haben. Die Symptome, die sind uns allen seit vielen, vielen Jahren klar. Zerstörung von Naturlandschaften, Artensterben, Ressourcenverschleiß, Vergiftung von Luft und so weiter. Anthropogener Treibhauseffekt, Klimawandel. Hier ein paar Fotos, die ich in den 70er Jahren selber gemacht habe in Österreich. Die Symptome haben wir ganz gut in den Griff bekommen, aber die Weichenstellungen sind bisher ausgeblieben. Weltweit schaut es in vielen Meeresgebieten so aus, die Küsten, Plastik, Fluten und so weiter. Ich will jetzt nicht in Details gehen, wenn man sich die Zerstörung von Naturlandschaften anschaut. Satellitenbilder im Laufe der Jahre von Amazonien, von Borneo, von anderen Gegenden, wo sozusagen die Naturlandschaft dramatisch schmilzt, wo Regenwälder in Ölpalmenplantagen verwandelt werden und so weiter. Eine ganz wichtige Problematik ist natürlich die Bevölkerungszunahme. Und da ist zu sehen, dass sich die Verdopplungszeiten dramatisch verringert haben und wir einen unglaublichen Anstieg der menschlichen Population haben. Und wir sehen hier auf diesem Bild etwas ganz Spannendes. Sie sehen im oberen Bereich, sehen Sie die Biomasse von Säugetieren, die Viehwirtschaft,
für 60% der Säugetierbiomasse, die Menschen 34 und alle freilebenden, wildlebenden Landsäugetiere machen nur mehr 4% der Biomasse aller Säugetiere aus. Bei den Vögeln schaut es auch so aus, unten Geflügelwirtschaft, die Biomasse ist gewaltig groß im Vergleich, also mehr als das Doppelte so groß als die Biomasse von wildlebenden Vögeln. Und das Ganze hat sich in einem sehr kurzen, geologisch sehr kurzen Zeitraum zugetragen. Vor 10.000 Jahren hat die menschliche Biomasse rund ein Viertausendstel der heutigen betragen. Und aus all diesen Dingen ergibt sich natürlich das, was Geologen heute auch sagen, wir leben im Anthropozän. Der Mensch ist die größte und wirksamste gestaltende Kraft auf unserem Planeten in der Biosphäre. Und ich sage immer, weil es heikel ist, vom Bevölkerungsproblem zu sprechen, da wird einem immer unterstellt, ja, man zeigt in die dritte Welt und sagt, die sollen sie nicht so vermehren. Nein, so meine ich das nicht. Das Bevölkerungsproblem besteht darin, dass es zu viele Menschen mit zu hohen Ansprüchen gibt. Und da ist der Ball wieder bei uns, wie ein Blick auf die Grafik mit dem ökologischen Fußabdruck zeigt. Sie sehen da unten eine orange Linie knapp unter 2, das ist die ökoproduktive Fläche, die pro Erdenbürger zur Verfügung stehen würde. Und in all diesen Ländern wird wesentlich mehr beansprucht. Also wir leben auf viel zu großem Fuß. Und jetzt stellen Sie sich diese Grafik weit über den Saal hinaus verlängert vor. Ich zeige Ihnen jetzt das rechte Ende dieser Grafik, die Mitte lasse ich aus. Und da sehen Sie, wie viele Länder unter diesen 2 Hektar existieren. Und wenn man sich anschaut, was in vielen dieser Länder passiert, dann werden die letzten Waldreste werden verheizt, dann werden die letzten Weideflächen übernutzt um des nackten Überlebens willen. Und das bezeichne ich immer als Schande der zivilisierten Menschheit. Auf der einen Seite zerstören die Reichen mit überzogenen Ansprüchen die Ökosphäre und auf der anderen Seite sind viele, viele Menschen gezwungen, um des nackten Überlebens willen Raubbau an der Natur zu treiben. Also da wäre ein Ausgleich auf jeden Fall fällig. Und ich erinnere auch an Ernst Friedrich Schumacher, den bekannten Ökonomen, Autor des berühmten Buches Small is Beautiful. Und Schumacher verdanken wir, in der Vorlesung gehe ich sehr eingehend auf vieles ein, was er vorbildlich geschaffen hat. Aber ganz wichtig ist zu erkennen, Schumacher hat uns gelehrt, nach dem menschlichen Maß zu fragen. Die Dinge heute sind zu groß, zu kompliziert, zu teuer und zu gewalttätig geworden. Und wir müssen uns bemühen, die Dinge wieder überschaubar zu machen, gewaltlos zu machen und so billig und einfach, dass sie für alle zur Verfügung stehen. 1987 hat die Weltkommission für zukunftsfähige Entwicklung formuliert, Entwicklung, also eine zukunftsfähige Entwicklung, Sustainable Development ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht wird, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, eine sehr schöne Formulierung, aber im Grunde muss man sagen, auch die ist anthropozentrisch, weil es geht eigentlich da nur immer um den Menschen. Aber ich will vielleicht eines auch noch anmerken, wenn es um die Zukunft geht, was meinen wir da? Und wir können eine sehr weite Zukunft ins Auge fassen. Astronomen haben berechnet, dass die Sonne, die ja die Energie liefert für die Biosphäre, dass die noch ein paar Milliarden lang scheinen wird. Das Leben auf der Erde ist ein paar Milliarden Jahre alt.
die Evolution ist in der Halbzeit. Wir sind nicht die letzte Generation. Nach uns können tausende Generationen noch leben. Alle Menschen, die bisher und heute leben, sind ein winziger Bruchteil von denen, die in Zukunft leben können. Aber wie sie leben und wie viele überhaupt leben können, das hängt ganz entschieden von unserem Umgang mit den Lebensgrundlagen ab. Und seit mehr als 40 Jahren fordern wir und beschreiben wir detailliert das, was man als Energiewende bezeichnet. Emory Lovins, ein amerikanischer Physiker, hat in den 70er Jahren ein schönes Buch geschrieben, Energy Strategies, Facts, Issues, Options. Und da wurde dieser sanfte und der harte Weg beschrieben. Ich gehe da jetzt auf die Details nicht ein. Heute sind wir immer noch auf dem harten Weg, obwohl natürlich Teile des sanften Weges ihre Existenz und Möglichkeiten und ihre Funktion bewiesen haben, aber die Weichen sind nicht gestellt worden. Was viel zu wenig diskutiert wird, es wird immer nur über Energie geredet, aber es geht auch um unseren Umgang mit erschöpflichen Materialien. Wir haben eine unglaubliche Verschleiß- und Wegwerfwirtschaft. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja vor dem Zweiten Weltkrieg geboren und im Zweiten Weltkrieg und danach aufgewachsen. Ja, da hat man einen rostigen Nagel, hat man gerade geklopft und wiederverwendet. Da wurde nichts weggeschmissen, da wurde alles repariert. Und wenn man heute auf so eine Müllentsorgungsstelle geht, was da alles weggeschmissen wird, es ist ganz, ganz arg. Ja, und diese Materialien, die sind erschöpflich, viele davon. Und wir müssen wieder zu einer Kreislaufwirtschaft finden. Auch die Landwirtschaft hat sich in eine Richtung entwickelt, die nicht zukunftsfähig ist. Heute steckt, das hat Schumacher sehr schön auch gesagt, wenn man heute in den USA, und das war vor mehr als 30 Jahren schon, 40 Jahre schon her fast, wenn man heute ein Lebensmittel in den Mund steckt, isst man zwar ein Lebensmittel, ökonomisch gesehen isst man aber Erdöl. Und es steckt heute in jeder Lebensmittelkalorie, die wir konsumieren, stecken viele Kalorien Erdöl drin. Und diese Art der Landwirtschaft ist klarerweise auch nicht zukunftsfähig und wir brauchen den Übergang zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, Gartenwirtschaft, Permakultur, die die Bodenfruchtbarkeit nicht nur verbessert, nicht nur erhält, sondern sogar verbessern kann. Also es geht auch um eine Ökologisierung der Lebensmittelproduktion. Aber ganz wichtig und ganz besonders wichtig in Zeiten wie diesen, wir brauchen auch eine Wende von der gewalttätigen zur gewaltlosen Konfliktaustragung. Die Militarisierung ist nicht zukunftsfähig. Immer mehr Waffen zu produzieren, das Bedrohungspotenzial zu steigern und dann im Interesse der Rüstungsindustrie die Waffen auch einzusetzen, das hat noch keinen Konflikt nachhaltig gelöst. Kein Weltlebensproblem, das vor uns steht, kann man mit Waffengewalt lösen. Zukunftsfähig sind gewaltfreie Methoden zur Konfliktbeilegung. Es geht darum, eine lebenswerte Welt mit Zukunft zu schaffen, Friede zwischen den Menschen und Frieden mit der Natur, Völkerrecht vor Faustrecht. Verbrechen wie Krieg können nicht mit Verbrechen gerechtfertigt werden, wie etwa 9-11. Da hat man dann den Krieg gegen den Terror ausgerufen und weitere Spiralen der Gewalt angestoßen. Terroristen und Kriegsverbrecher gehören vor den Internationalen Gerichtshof, der ist dafür da. Völkerrecht muss für alle gelten, es darf keine Doppelmoral geben. Auch die UNO gehört reformiert. Im UNO-Sicherheitsrat soll es kein Vetorecht der 5 ständigen Mitglieder geben, die dann jede Verurteilung ihrer Missetaten blockieren können. Ich nenne das umweltethische Dilemma. Wir sprechen die Ethik in unseren Mitmenschen an
Und das Ergebnis ist individuelles Verantwortungsgefühl, ist konfrontiert mit organisierter, mächtiger Verantwortungslosigkeit. Ich komme auf das noch zu sprechen. Und das ist aber auch überhaupt nichts Neues. Theodore Roosevelt, der 26. US-Präsident, hat knapp nachdem er das Amt verlassen hat, gesagt, hinter dem, was wir für die Regierung halten, thront im Verborgenen eine Regierung ohne jede Bindung an und ohne jede Verantwortung für das Volk. Die Vernichtung dieser unsichtbaren Regierung und Zerschlagung der unheiligen Allianz von korrupter Wirtschaft und korrupter Politik ist die entscheidende politische Herausforderung dieser Zeit. Gesagt 1912, ja, also vor 110 Jahren. Und seitdem ist diese Aufgabe nicht gelungen, sondern dieser tiefe Staat, der militärisch-industrielle, finanzpolitische Komplex, kombiniert mit Big Pharma, Big Data und so weiter, die bestimmen die Politik weit stärker, als uns lieb sein kann. Dazu kommen auch natürlich die Probleme mit der Wirtschaft. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, einer der einflussreichsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, hat es auf den Punkt gebracht. The business of business is business. Und auch weiterhin, the social responsibility of business is to increase its profits. Ja, das mag uns nicht gefallen, aber es stimmt. Nicht? Jeder, der in irgendeinem Konzern eine leitende Funktion hat, der kann nicht sagen, na, das ist eigentlich nicht gut, wenn wir das machen. Ja, weil es geht um die Shareholder Values. Der Profit muss gesteigert werden und wenn er das nicht schafft, wenn er gegen dieses Prinzip verstoßt, ja, dann ist er kein Chef mehr. Ganz wesentliche Einsichten, muss ich sagen, und ich empfehle Ihnen den Rainer Mausfeld, einen deutschen Psychologen und Kognitionsforscher, der das Buch geschrieben hat, Angst und Macht, und er beschreibt eben, wie auf raffinierte Weise Meinungsmanagement betrieben wird, wie man die Menschen mit Angst gängelt, ihr kritisches Denken unterminiert und auf vielfache Weise eben die Menschen ängstigt und dann leicht lenkbar macht. Rainer Mausfeld hat auch ein Buch geschrieben, Warum Schweigen Dilemma, und er führt sehr klar aus, dass eben heute mit enormem Raffinement Meinungsmanipulation betrieben wird. Wir wissen, also die Psychologie hat da im Dienste der Wirtschaft enorme Fortschritte gemacht. Ich möchte vielleicht etwas auch noch anmerken, hier bei dieser Gelegenheit, wenn man kritische Leute im Wikipedia sucht, dann wird man sehr rasch finden, aha, der ist umstritten, dieser Mensch, oder er verbreitet Verschwörungstheorien oder ähnliches. Und da verweise ich Sie auf Markus Fiedler und Dirk Pohlmann, zwei Deutsche, die die dunkle Seite von Wikipedia herausgearbeitet haben und darlegen an vielen Beispielen, wie da eben auch diese mächtigen Strukturen im Hintergrund Einfluss nehmen und Wikipedia-Einträge so redigieren, dass unliebsame Leute diffamiert und ja, schlecht gemacht werden. Also das muss man einfach wissen, weil es ist heute geradezu vielleicht ein Ehrentitel, wenn jemand in Wikipedia verrissen wird. Rainer Mausfeld, den ich eben erwähnt habe, hat viele Vorträge gehalten und er betont in einem seiner Vorträge oder in mehreren auch, dass Wahlen gar nicht so wichtig sind in einer Demokratie. Das Entscheidende in einer Demokratie ist der öffentliche Debattenraum. Der darf nicht verzerrt sein. Der öffentliche Debattenraum muss alle Gesichtspunkte gleichberechtigt zur Geltung bringen. Die Medien müssen das vermitteln. Und ich erinnere mich sehr gut an einen positiven Fall.
Das war vor der Volksabstimmung zum Atomkraftwerk Zwentendorf. Da hat die Regierung 1976 eine Informationskampagne Kernenergie gestartet und hat da die engagiertesten Kritiker einbezogen. Da wurde unser Institut beauftragt, 100 Fragen zu formulieren, die vor der Inbetriebnahme des Kraftwerks gelöst werden müssen. Die hat man dann in zehn Themenbereiche aufgegliedert, ein bisschen redigiert, die Fragen. Und dann hat man uns wieder gefragt, nennt uns kompetente Leute, die kritisch zur Kernenergie eingestellt sind. Und dann gab es in den Landeshauptstädten große, 10 große Podiumsdiskussionsveranstaltungen, wo das Pro und Contra erörtert wurde. Und das war dann für die Zeitungen, die sich bis dahin nicht getraut haben, kritisch zur Kernenergie Stellung zu nehmen, weil man sich nicht blamieren will, wer versteht denn schon was von Atomphysik, ne? Da kann man ja nur im Blödsinn reden, wenn man nichts davon versteht. Aber diese Aufklärungskampagne war ein Signal für die Medien, aha, da gibt es ja kompetente, gescheite Leute, wahrhaftige, leibhaftige Universitätsprofessoren, die haben gute Argumente kritisch zur Kernenergie. Und da ist 2 Jahre lang, sind alle diese Fragen öffentlich diskutiert worden, da hat es den Club 2 gegeben und so weiter. Und dann das Votum am 5. November 1978, ein knappes Nein. 30.000 Stimmen haben den Ausschlag gegeben, aber das war ein Entscheid, der sich meiner Meinung nach bis heute bewährt hat. Die Regierung hat sich damals des Volkes geschämt, aber das Volk hat, glaube ich, Recht behalten. Und Bruno Kreisky hat auch in seinem letzten Interview erklärt, das hat mich mit ihm ausgesöhnt, die Einsicht meines Lebens ist, dass man gegen die Atomenergie sein muss, hat Kreisky dann gesagt. Ja, und heute schaut natürlich dieser öffentliche Debattenraum ganz, ganz anders aus. Es gibt viele Dinge, die kann man überhaupt nicht mehr laut sagen, ohne diffamiert zu werden. Und da zitiere ich wieder einen alten Philosophen, John Stuart Mill, der hat gesagt, the only way in which a human being can make some approach to knowing the whole of a subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind. Also der Debattenraum, ich muss alle Meinungen müssen zur Geltung kommen und kein gescheiter Mann oder keine gescheite Frau hat das Wissen anders erlangt, als ganz verschiedene Gesichtspunkte sich anzuhören. Und ich sage das auch immer selber, ich bin sehr besonders interessiert an der Meinung Andersdenkender. Das bringt mich immer weiter, auch in der Vorlesung, sage ich, bitte Widerspruch, Widerspruch. Das zeigt mir dann oft, aha, ich habe mich schlankbart ausgedrückt, bin falsch verstanden worden oder aha, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Interessant, danke. Also es ist ganz wichtig, die Meinung anderer anzuhören und nicht, wie das heute eben üblich ist, Cancel Culture, dass man sich empört, dass irgendeiner überhaupt eine andere Meinung äußert. Ja, also auch schon vor langer Zeit hat der Soziologe Wright Mills festgestellt, der öffentliche Diskurs, der zur Demokratie gehört, ist mittlerweile ersetzt worden durch eine skrupellose psychologische Kriegsführung. Ja, also wir haben ja die Ideale der Aufklärung uns kurz angeschaut, die meiner Meinung nach immer noch bestimmend sein sollten. Aber es gibt die Gegenaufklärung. Alle emanzipatorischen Entwicklungen, die von der Basis her errungen wurden, sind später wiederum von den Machteliten, so gut sie es konnten, rückgängig gemacht worden. Auf diesem Phänomen beruht auch die Einsicht, wer in der Demokratie einschläft, wird in der Diktatur aufwachen. Wir haben heute begegnet uns sehr oft ein politischer Moralismus. Der Philosoph Hermann Lübbe sagt,
die rhetorische Praxis des Umschaltens vom Argument gegen Ansichten und Absichten des Gegners auf das Argument der Bezweiflung seiner moralischen Integrität. Statt der Meinung des Gegners zu widersprechen, drückt man Empörung darüber aus, dass er es sich gestattet, eine solche Meinung zu haben und zu äußern. Wenn wir jetzt wieder die goldene Regel bemühen, ich möchte das Recht für mich haben, dass ich meine Meinung sagen darf. Und daher darf ich einem anderen nicht das Recht absprechen, seine Meinung zu sagen, auch wenn sie mir überhaupt nicht gefällt. Ganz wichtig ist, dass man sich nicht beschimpft und mit Kampfbegriffen gegenseitig belegt, sondern dass es eine faire, wertschätzende Diskussion gibt. Wir müssen wiederum eine Diskussionskultur beleben. Das ist gar nicht leicht heutzutage, aber wir müssen es versuchen. Mir ist kürzlich auch ein schönes Wort untergekommen, hermeneutische Benevolenz. Hermeneutik ist die Kunst, Botschaften richtig zu interpretieren und so weiter. Ja? Hermes, der Götterbote. Und hermeneutische Benevolenz bedeutet, dass ich eine Botschaft, die ich von einem anderen bekomme, wohlwollend entgegennehme und nicht gleich ihm etwas unterstelle, was er gar nicht gesagt hat, nicht gemeint hat, sondern wohlwollend, wertschätzend. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das müssen wir als Gesellschaft wieder erlernen. Ja, das umweltethische Dilemma, wie gehen wir damit um? Im Grunde ganz einfach, Verantwortung muss organisiert werden und zwar bottom-up und top-down und in beider Richtung ist ungeheuer viel passiert. Denken Sie an die vielen, vielen Initiativen und technischen Errungenschaften und Tauschkreise und ökologische Landwirtschaft und vieles, vieles, vieles mehr. Aber auch top-down ist einiges gelungen. Also nehmen wir die Nachhaltigkeitsziele, von denen, auf die komme ich noch. Rainer Mausfeld beschreibt eben das, was heute als Meinungsmanipulation praktiziert wird, als Soft Power. Die Menschen haben eine natürliche Neigung gegen Gewalt, die auf sie ausgeübt wird. Niemand möchte gezwungen werden zu irgendwas. Und irgendwann ist man draufgekommen, dass dieser Zwang ja auch gefährlich ist, weil da kommt es dann zu Revolutionen und so weiter. Und daher ist es sehr viel gescheiter, die Menschheit, die Menschen mit guten Strategien zu manipulieren. Und das wird dann Softpower genannt. Und ganz wichtig ist, diese Softpower zu erkennen. Wir müssen Mut zum eigenen kritischen Denken entwickeln. Meinungsfreiheit nicht nur respektieren, sondern auch praktizieren. Kampfbegriffe und Cancel Culture müssen geächtet werden. Wenn jemand einen anderen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder als Schwurbler oder als sonst irgendwas, ja, dann ist zu fragen, ja, hast du keine sachlichen Argumente? Können wir nicht sachlich reden? Auf dem Niveau ist eine Auseinandersetzung nicht fruchtbar. Wir müssen aus der Geschichte lernen. Wir müssen Medienkompetenz erlangen. Wir müssen auch das Framing hinterfragen. Vieles wird so in einen Rahmen hineingestellt. Der Historiker Daniele Ganser, der übrigens in Wikipedia entsetzlich verrissen und heruntergemacht wird, was mich nicht wundert, weil er ein unglaublich großes Publikum mit seinen klaren kritischen Äußerungen anspricht. Daniele Ganser hat eben auch gesagt, ja, wenn irgendwo Bomben geschmissen werden und jetzt stellt man es in das Frame Terrorismus, das ist gegen den Terrorismus. Aha, ja, da stellt man sich jetzt irgendeinen arabischen Gewalttäter vor und ja, ja, ist schon gut, ja, da muss man schon, ist schon recht, wenn da Bomben fallen. Wenn man aber das Framing Völkerrecht, Charta der Vereinten Nationen nimmt, dann wird es sagen, Moment, das ist ja völkerrechtswidrig, das ist ja gar nicht erlaubt, das, was man da macht.
Also es kommt auf das Framing an, es kommt auf Begriffe an. Und mir ist immer ganz wichtig zu erkennen, das Herrschaftsinstrument seit dem Altertum und sicher noch viel älter, teile und herrsche. Die Gesellschaft spalten, sie mit Nebensächlichkeiten, sollen sich um Nebensächlichkeiten streiten, Political Correctness und vieles andere mehr, da kann man sich empören, da sollen streiten, aber nur nicht die Zentren der Macht ansprechen. Und daher ist es ganz wesentlich zu erkennen, wir dürfen nicht über Nebensächlichkeiten streiten. Wir müssen das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Wir wollen nicht Krieg in der Welt. Wir wollen nicht Terror. Wir wollen nicht Mord. Wir wollen nicht Umweltzerstörung. Wir müssen gemeinsam dafür eintreten und müssen diese Herrschaftsstrategien überwinden. Wir müssen auch widerständig werden. Die Agenda 2030 ist so ein Beispiel, wie von Top-Down etwas organisiert wird. Auf UNO-Niveau wurden die Nachhaltigkeitsziele formuliert, die Sie sicher alle kennen. Und ganz entscheidend ist eben auch die Kernaussage in der Agenda 2030. Sustainable Development ist nur mit Frieden erreichbar und Frieden nur mit zukunftsfähige Entwicklung. Es ist daher ganz wichtig, dass die Friedensbewegungen seitens der Zivilgesellschaft mehr als bisher mitgetragen werden. Und da erleben wir leider eben auch, dass da mit Propaganda oft dagegen gearbeitet wird. Es gab im Juni eine große internationale Friedenskonferenz in Wien und die wurde heruntergemacht, schon im Vorhinein in den Medien und vieles mehr. Also es ist nicht leicht, für den Frieden einzutreten. Voraussetzungen für Frieden ist Gerechtigkeit, keine Sonderrechte der Mächtigen, keine Doppelmoral, ausnahmslose Einhaltung des Völkerrechts und Anerkennung des Internationalen Gerichtshofs und wie gesagt, ganz wichtig, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Ganser spricht von der Menschheitsfamilie. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Ja, wir haben eigentlich viel mehr gemeinsame Wünsche, Hoffnungen. Wir wollen alle in Frieden leben. Wir wollen alle ein ruhiges Leben haben. Ja. Ja, ich verweise auch auf die Charta der Vereinten Nationen und da gibt es auch ein ganz klares Gewaltverbot. Und wenn man jetzt in die Welt schaut und sieht, was da alles so läuft, ja, das sind dramatische Verstöße gegen die Charta der Vereinten Nationen. Aber Frieden ist nichts Unmögliches. Es hat ja schon Immanuel Kant in seiner berühmten Schrift zum ewigen Frieden betont, der ewige Friede ist keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelöst ihrem Ziele beständig näher kommt. Ja, beständig näher kommt es nicht, sondern es gibt dann immer wieder Rückschläge auch, aber die müssen uns motivieren, noch engagierter für den Frieden einzutreten. Kant betont auch in dieser Schrift, dass eine Entwicklung zu einer Republik, zu einer Demokratie nur in ruhigen Zeiten möglich ist. Es geht nicht unter Druck, dass man sozusagen ein Volk jetzt zwingt, demokratisch zu sein. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen Sicherheit neu denken. Heute überwiegt das militärische Denken. Wir müssen uns da gegen Aggressionen schützen. Wir brauchen mehr Geld. Wir müssen Sky Shield beitreten gegen feindliche Raketen. Muss das neutrale Österreich sich schützen. Da wird überhaupt nicht diskutiert. Wo ist da der öffentliche Debattenraum? Wer hat da je Pro und Contra gehört dafür? Also ganz entscheidend ist, wenn man kurzfristig jetzt militärisch denkt, dann ist klar, ja, wir brauchen mehr Geld fürs Bundesheer, wir müssen eine Menge Sachen machen. Wenn man aber gleichzeitig erkennt, wie wesentlich eine Energiewende oder eine
konsequente Klimapolitik sind, dann erkennen wir, dass wir die Prioritäten anders setzen müssen. Denn wenn wir eben die Sicherheit nur kurzfristig denken, dann versäumen wir all das, was wir brauchen für eine Zukunftsfähigkeit. Und es ist dann völlig klar, wenn wir die Zeit vertun und die Mittel vertun für Rüstung und Ähnliches, dann können wir die gravierenden ökologischen und sozialen Probleme nicht lösen und schaffen eine gewaltige Unsicherheit und Risiko und Katastrophen für die Nachwelt. Ja, es geht wieder um die Meinungsfreiheit und da ist mir ein sehr schönes Zitat untergekommen. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat zur Meinungsfreiheit festgestellt, das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zwischen den einander begegnenden Kräften und Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Er vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksame Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es nicht darum geht, Meinungen zu verbieten, sondern einen fairen Diskurs möglich zu machen, indem sich die, die Hass predigen und so weiter, selbst diskreditieren. Das ist, glaube ich, der wesentliche Weg. Ja, also auch ein Zeichen einer großartigen Entwicklung ist das Verbot von Atomwaffen. Da will ich jetzt auch nicht genauer eingehen. Die Zeit geht rasch zu Ende, meine Zeit hier. Ich möchte auch nur erwähnen, es gibt ja wunderbare ökologische Lösungen für viele Fragen, die man als Lösungsmultiplikator bezeichnen kann. Zum Beispiel Wiederbewaldung in vielen Gebieten, die ein wichtiges Arbeitsfeld für Ökologinnen sind, den Trend zur Wüstenbildung umkehren, Artensterben verlangsamen, wiederum Trinkwasser verfügbar machen, wenn es wo Wald gibt, Klimaschutz, Armutsbekämpfung und ein Beitrag zur Friedenssicherung, nicht zuletzt, wenn man das Geld für diese Programme aus der Umlenkung von Militärausgaben gewinnt. Ich komme zum Schluss und möchte hier Konrad Lorenz zitieren, einen prominenten Verhaltensforscher. Ich kannte ihn noch persönlich und habe ihn, ich kann sagen, geliebt als eine verehrte Vaterfigur. Von Konrad Lorenz habe ich viel gelernt. Konrad Lorenz hat ihm auch betont, wie so mancher Psychologe auch, dass das Verhalten des Menschen ambivalent ist. Der Mensch neigt zu Freundschaft, aber auch zur Feindschaft. Denken Sie, Gastfreundschaft, Fremdenfeindlichkeit. Da hängt es von Nuancen ab, ob es in die eine oder andere Richtung geht. Kooperation oder Konkurrenz, Egoismus oder Altruismus und so weiter. Und jetzt erleben wir, dass in der heutigen Zeit das Negative, das Aggressive, das Egoistische instrumentalisiert, angesprochen wird. Und Konrad Lorenz hat eben gesagt, das längst gesuchte Zwischenglied zwischen dem Affen und dem wahrhaft humanen Menschen sind wir. Und damit meint er eben, dass unsere Aufgabe in der kulturellen Entwicklung darin besteht, das Humane im Menschen anzusprechen, die Fähigkeit zur Freundschaft, die Fähigkeit zur Humanität und damit sozusagen das Positive im Menschen zur Geltung zu bringen und das Negative langsam zu verdrängen und sozusagen zu überwinden in unserer kulturellen Entwicklung auf dem Weg zu einem wahren Homo sapiens. Dankeschön.
Diskussion. Sie haben die zur Verfügung gestellte Zeit wirklich fast maximal ausgereizt, aber das Thema ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft sicher angekommen ist. Das Thema ist ein Thema, das es sicher, und da zitiere ich Grillparzer aus Lob Österreichs vom Grafen Horneck, es ist wohl wert, sich sein zu unterwinden. Ja, das Thema hat, so wie es Herr Professor Weiß ausgeführt hat, in unserer Gesellschaft sicher einen Knackpunkt erreicht und es ist wirklich wert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Danke für den Vortrag. Ich darf nun die Vorstandsmitglieder, die sich bereit erklären haben, hier aufs Podium zu kommen, nach vorne bitten. Du nimmst das an. Wir platzieren uns hier vorne. Hans-Peter, du vielleicht da. Du kommst auf meine Seite. Sie bitte auf die drübere Seite. Sie kommen bitte auf die Seite. Und der Herr Kollege Schober wird neben der Frau Herrlitschka Platz nehmen. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir haben für die Vorstandsmitglieder hier, das ist tief, für die Vorstandsmitglieder hier Mikros, wir sind verkabelt. Es wird so ablaufen, dass der Kollege Sober, der Mitarbeiter im Büro des Alumni-Verbandes ist, und ich als Geschäftsführer an die jeweilige Seite ihre Fragen richten. Und ich fange einmal an mit Nora Sophie Griffhahn. Nora Sophie Griffhahn ist geschäftsführende Vorständin der NGO Cradle to Cradle. Und so wie sie auf ihrer Homepage schreibt, sieht sie sich als Impulsgeberin für unsere Welt von morgen. Frau Griffhahn hat an sehr vielen unterschiedlichen Universitäten hospitiert und studiert. Und ich würde Sie also am Anfang einmal bitten, uns mitzuteilen, was hat Sie bewegt, an die BOKU zu kommen, um hier Studien zu belegen? Ja, danke schön. Also vielleicht sozusagen zu dem, was ich so mache. Ich leite ja eine NGO, die heißt Cradle to Cradle NGO, und wir machen Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit zu Cradle to Cradle mit 40 Kolleginnen bei uns im Büro und 1000 Ehrenamtlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da muss man erstmal lernen, was Cradle to Cradle ist, also sozusagen, wie man es denn eigentlich schafft, Kreisläufe zu schließen. Wir hatten das gerade im Vortrag gehört, und wie man es schafft, Dinge so zu machen, dass sie halt gerade nicht nur weniger schlecht sind, sondern gut. Und dafür muss man an ganz viele Orte gehen, um das sozusagen zu lernen, und sich am besten die besten Orte raussuchen, die das einem ermöglichen, diese ganzen verschiedenen Aspekte mit rauszuarbeiten und sozusagen die Perspektive zu sagen, naja, wie kriegt man das denn eigentlich hin, Kreisläufe zu schließen, ist genau etwas, was man natürlich wunderbar hier auch an der BOKU lernen kann, wo ich einfach ganz, ganz viele unglaublich tolle Kurse besuchen konnte, sozusagen von der Mikrobiologie über Chemie, über sozusagen technische Kurse, bis hin zur Bodenkunde, zu genau das, was ja sozusagen im Vortrag auch kam, darüber zu sprechen, wie schaffen wir es denn eigentlich, Kreisläufe auch zu schließen und auch auf unsere Böden sozusagen da zu gucken und nicht nur darüber zu sprechen, wie man das vielleicht auf einer Industrieebene tut. Und dafür ist natürlich dieser Ort genial geeignet dafür, und deswegen war ich auch hier. So ein Lob hören wir natürlich sehr gerne. Ich darf meinen Kollegen bitten, hier weiterzumachen. Ja, ich darf auf meiner Seite ganz herzlich Frau Dr. Sabine Herrlitschka begrüßen. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG, hat bei uns an der BOKU Lebensmittel- und Biotechnologie studiert und auch das Doktorat gemacht. Gibt es bei Ihnen irgendein besonders schönes Erlebnis aus der Studienzeit, an das Sie sich gerne zurückerinnern? Naja, da gibt es ganz viele tolle Erlebnisse. Ich meine, das erste heute war schon mal der Tückenwirt. Ich kenne den Tückenwirt noch ganz anders. Sehr anders. Ja. Allein das zu sehen, was da aus dem Tückenwirt geworden ist.
Und das Zweite natürlich, und deswegen schätze ich das Alumni-Netzwerk sehr, viele der Kollegen, Kolleginnen wieder zu treffen, heute auch zwei mindestens. Und meistens trifft man die so nicht, insbesondere in meinem Fall. Infineon, für die, die es nicht kennen, wir sind ein Unternehmen der Mikroelektronik. Von der Lebensmittel- und Biotechnologie zur Mikroelektronik ist es nicht der ganz direkte Weg. Für die Größenordnung, wir haben in Österreich rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben letzthin einen Umsatz gemacht von 5,2 Milliarden Euro, nur in Österreich. Und Forschung und Entwicklung ist ein wichtiges Thema. Von der Belegschaft, von den 5.500 Leuten, sind rund die Hälfte in Forschung und Entwicklung tätig. Das heißt, wir haben in Österreich starke Forschung, starke Produktion und globale Geschäftsverantwortung. Und wenn Sie das genauer interessiert, wie der Weg von der BOKU zu Lebensmittel- und Biotechnologie zur Mikroelektronik ist, dann ist das vielleicht eine Frage für die zweite Runde. Ja, darauf kommen wir sehr gerne zurück. Ich begrüße an meiner Seite jetzt Herrn Diplom-Ingenieur Hans-Peter Weiß. Ich darf du zu dir sagen. Er ist wie ich Forstwirt und hat eine Respekt, vor allem für einen Absolventen der Forstwirtschaft, etwas außergewöhnliche Karriere hingelegt. Nach dem Studium der Forstwirtschaft war er in der Umstrukturierung der österreichischen Bundesforste sehr stark involviert. Er ist dann gewechselt zur Esterhase, in den esterhasischen Betrieb zuerst, ein sehr großer Forstbetrieb im Osten Österreichs, und dann in die Esterhase Stiftung. Und er hat dann sich im Management sehr stark weitergebildet und hat zahlreiche mit dieser Tätigkeit verbundene Funktionen inne. Das geht von Mitgliedschaft in der Krankenhausgesellschaft des Burgenlandes, in forstlichen Vereinigungen bis zum Vorstand, im Vorstandsmitglied in, muss man ganz, ist mir jetzt entfallen, fällt mir noch ein, wo man nie daran denken würde, dass also ein Forstabsolvent da drinnen sitzt. An dich die Frage, was hat dich bewogen, Forstwirtschaft an der Bodenkultur zu studieren, und welches Ereignis aus dem Studium ist dir besonders gut oder besonders schlecht in Erinnerung? Ich hoffe, dass er jetzt nicht auf meine Vorlesungen repliziert. Ja, schönen guten Nachmittag. Ja, da gab es einige. Ich habe im Vorfeld nachgeschaut, bei den, ich glaube, 87 Einzelprüfungen war dreimal der Prüfer, der Ewald Bertlik, ja, um es auf den Punkt zu bringen. Was hat mich bewogen? Ich habe davor schon eine forstliche Ausbildung gemacht, habe eine höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft gemacht und relativ bald gewusst, dass ich an die Universität für Bodenkultur gehen möchte, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Und ich glaube, das ist auch das, was ich allen raten würde, in allererster Linie einmal damit zu beginnen, was einen persönlich antreibt, was einen persönlich sehr, sehr interessiert. Und das, was man dann im Laufe des Berufslebens noch dazu braucht zur Vervollständigung, das ist ja, wir arbeiten heute ja durchaus viele, viele Jahrzehnte, ändert sich und ergänzt sich ja im Laufe dieser Jahrzehnte, das nimmt man sich dann schon dazu mit Zusatzausbildungen, mit weiterführenden Ausbildungen. Also mir hat vor allem angetrieben, dass mich das interessiert. Und warum hat es mich interessiert? Weil es für das, glaube ich, auch sehr gut steht, wofür die Universität für Bodenkultur steht und was heute, glaube ich, in vielen Unternehmen mittlerweile breit Thema wird zumindest. Das ist einerseits diese umfassende, Sie haben es vorher angesprochen, diese Kreislaufdenke, die ist natürlich, die ein Stück weit der Forstwirtschaft auch inhärent ist, aber auch diese langfristige Denke. Und das ist auch das, was die Universität für Bodenkultur, glaube ich, auszeichnet. Dieser holistische Blick, den man hier lernt, und der Weitblick gedanklich, räumlich, aber vor allem auch zeitlich. Einfach nicht über das nächste Quartal allein sich den Kopf zu zerbrechen, sondern über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte hinaus nachzudenken, was passiert mit oder was lösen die Schritte, die man heute setzt, in 5, in 10, in 50 Jahren aus. Das ist, wie gesagt, in diesem Studium ganz besonders relevant. Mich hat es aber auch interessiert, weil die Materialität, die damit verbunden ist, eine ganz spannende ist. Es ist ja die Studienrichtung heißt ja Forst- und Holzwirtschaft.
das Thema Holz nimmt da auch einen breiten Raum in meinem auch persönlichen Leben ein Stück weit ein, und das ist auch das, was in meinem heutigen Tun ganz besonders wichtig ist, dass wir einfach sehr, sehr stark versuchen, in der Bundesimmobiliengesellschaft unter anderem viele andere Themen, Kreislaufwirtschaft ist ein Punkt, auch das Thema Holzbau stark zu forcieren, und auch da spielt dann die BOKU auch wieder eine Rolle als Partner in der Forschung. Was sind Erinnerungen? Was mich an das Studium besonders erinnert, das sind natürlich die vielen, vielen Exkursionen, vielen, vielen Praxisteile, vielen, vielen Outdoor-Events, die wir gemeinsam gemacht haben und wo man dann auch mit dem Lehrpersonal ein Stück weit zusammengewachsen ist. Ich habe in der zweiten Studienabschnitt viele Vorlesungen im Büro des Professors oder des Assistenzprofessors gemacht, wo wir am Besprechungstisch zu fünft oder zu siebt gesessen sind. Es ist eine höchst persönliche Universität, das möchte ich auch ein Stück weit in den Vordergrund rücken. Und das war das, was mich persönlich einfach an dieser Universität immer sehr, sehr inspiriert und interessiert hat. Und natürlich, gar keine Frage, mir hat das Herz geblutet, als ich in meiner jetzigen Tätigkeit diesen angesprochenen TÜVI leider abreißen musste, weil wir hier insbesondere im TÜVI-Garten viele, viele schöne Stunden und Nachmittage, Abende verbracht haben. Danke für diese schönen Worte. Ich meine, der Hans-Peter Weiß ist natürlich der Hausherr hier und ihm haben wir dieses Gebäude ja auch zu verdanken. Nicht persönlich, aber in der Funktion. Mir, die Hausherren sind schon die Universität für Bodenkultur, wir sind die für euch solche Gebäude errichten dürfen, ja. Ja, last but not least darf ich auf meiner Seite noch ganz herzlich den Diplom-Ingenieur James Schober begrüßen. Er ist Vorstand der Donauchemie AG Wien und hat bei uns an der Universität für Bodenkultur, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert. Außerdem habe ich hier noch stehen 4 Semester Betriebswirtschaft. Auch an Sie die Frage, was hat Sie bewegt, an der BOKU zu studieren und welche schönen Erinnerungen gibt es? Also die Beweggründe, fangen vielleicht mit meinem Vornamen an zu erklären. Also ich bin halber Kanadier, halber Österreicher und bin in den Tropen aufgewachsen, also recht spät nach Österreich gekommen, aber sehr wohl in Österreich sozialisiert worden. Und die BOKU war sicherlich ein großer Teil meiner Sozialisierung. Ich habe aber vorher die HTL gemacht und habe mir dann überlegt, eigentlich war die BOKU erst dritte Wahl. Mich hat sehr interessiert Montanistik, dann an zweiter Stelle Bauingenieurwesen und dann ist es quasi ein Kompromiss geworden, aber ein sehr lieb gewordener Kompromiss, auf die BOKU zu gehen. Aber letztendlich hat mich eigentlich die Umgebung hier angezogen. Das hat mir am besten gefallen. Ich muss ehrlich sagen, die anderen waren nicht so von der Umgebung, so dass ich mich eigentlich hier sehr wohl gefühlt habe. Ich habe mich eigentlich fast zu wohl gefühlt. Das waren die ersten Erinnerungen an die BOKU, weil die ersten 3 Semester war eigentlich nur Party angesagt. Ja. Und dann habe ich einen ziemlichen Stress bekommen, weil ich gewusst habe, also wenn ich weiter so mache, dann wird das nichts. Und habe mir dann so eine Methodik zurechtgelegt, mit der ich dann recht gut gefahren bin, und dann ist sich sozusagen quasi fast der erste Abschnitt auf der WU auch noch ausgegangen. Aber was mir besonders gut gefallen hat, waren die schon genannten Exkursionen. Da habe ich eigentlich am meisten gelernt oder sehr viel gelernt und den holistischen Ansatz. Also das ist mir immer hängen geblieben. Ich kann mich immer erinnern, Wasserbau, Professor Radler, was auch immer wir planen, Jungs, geht's nochmal raus und schaut sich den Fluss wieder an, erst am nächsten Tag schaut er ganz anders aus. Und das kann man sich wirklich fürs Leben mitnehmen, egal welche Planung man macht, es schaut immer am nächsten Tag anders aus. Danke vielmals. Danke. Frau Griffan, Sie sind jetzt in einer Vorstandstätigkeit aktiv. Das ist ein Lebensweg, der für alle hier am Podium ja irgendwie zutrifft, dass man zwar sein Studium absolviert hat, sie in ihrem Fall in sehr vielen verschiedenen Städten absolviert hat und dann in eine Funktion kommt, für die einen ein Studium eigentlich nicht wirklich ausbildet. Was würden Sie sagen, ist aus Ihrer jetzigen Tätigkeit etwas, was in einem Studium an einer Universität vorbereitend für auch solche Funktionen, die ja für viele auch im Raum
vielleicht nicht in dieser Exzellenz, aber für viele in diesem Raum auch stattfinden, dass man eine berufsorientierte Ausbildung hat, aber dann ganz woanders landet und andere Anforderungen hat. Was würden Sie sich von einer Universität in der Ausbildung wünschen für die zukünftigen Studierenden? Also ich muss sagen, was ganz anderes mache ich ja gar nicht. Also ich habe ja sozusagen gelernt, was sozusagen das heißt. Also ich habe sehr viel naturwissenschaftliche Fächer studiert und habe mich sozusagen sehr viel mit Materialien beschäftigt und mit Kreisläufen, die es natürlich gibt. Und mittlerweile halte ich sehr viele Vorträge genau darüber und sozusagen arbeite mit Akteuren daran, wie sie dieses Wissen vielleicht in ihr Unternehmen, in ihre Kommune, in sozusagen ihre Politik einbringen können. Das heißt sozusagen, das ist erstmal etwas, was ich sozusagen viel mache und was auf jeden Fall, was ich direkt im Studium auch vieles davon auch gelernt habe. Nicht nur, es ist auch so, dass es damals noch nicht zum Beispiel so viele spezifische Kurse zu Cradle-to-Cradle, Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft im Verständnis von dem, worüber ich rede, gab, sondern eher sozusagen vieles auch aus der Abfallwirtschaft. Aber das hat sich ja auch mittlerweile verändert. Ich bin auch selber Dozentin auch an der Uni, auch für das Thema, und da gibt es jetzt mittlerweile auch einige andere, die das ja machen. Also das heißt, auf der Ebene ganz klar Studium, und auf der anderen Ebene, ich habe das Witzige sozusagen an der Sache ist, ich habe, während ich hier an der BOKU studiert habe, die Organisation gegründet. Also Cradle to Cradle NGO gibt es seit 2012, und ich habe auch 2012 hier studiert und habe sozusagen parallel das aufgebaut und entwickelt. Das heißt, ich habe das nicht nach meinem Studium gemacht, sondern im Studium, und das war natürlich total gut, dass man die Möglichkeit hat, und das gehört ja auch zu einem Studium dazu, auch parallel sozusagen sich mit Dingen zu beschäftigen, Zeit zu haben, irgendwie so über den Tellerrand hinaus zu gucken und Zeit für Engagement zu haben. Und das war die erste Zeit, die ich das gemacht habe, komplett ehrenamtliches Engagement, so wie viele das immer noch als ehrenamtliches Engagement haben. Hier ist Kate Sova, ist zum Beispiel auch da aus unserer Regionalgruppe in Wien hier, die ganz viel immer noch ja, hier vor Ort aktiv sind und das Thema voranbringen. Und ich glaube, dafür braucht es Räume. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man halt aufpasst, dass ein Studium nicht noch verschulter und noch irgendwie, ja, sozusagen weniger Raum dafür bietet, sondern dass es die Möglichkeit gibt, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, dass es die Möglichkeit gibt, auch mit anderen Studierenden zusammen, ja, sozusagen einfach mal sowas zu machen. Und auch nicht vielleicht mit dem Ziel gleich, oh, das muss eine große NGO werden und das ist irgendwie jetzt mein Ziel, sondern einfach mit dem Ziel, sich zu engagieren und ein Thema voranzubringen und dafür Unterstützung zu bekommen und Kapazitäten zu haben. Und ich glaube, da gibt es ja viele Initiativen schon, die das unterstützen, und da als Universität sich das sozusagen einfach ganz stark auf dem Schirm zu haben, da auch von der Universitätsseite aus Räume für zu schaffen und diesen Transfer, dass es nicht nur im Reden bleibt, sondern dass wir es halt schaffen, das, worüber wir an den Unis reden, auch in die Gesellschaft zu bringen. Dass das nicht nur sozusagen dann extern kommen darf und nicht nur die sozusagen NGOs dann am Ende das machen können, sondern dass das auch Teil von Universität sein muss. Danke, danke vor allem auch für das Plädoyer, universitäres Studium nicht zu sehr zu verschulen. Das ist ein Trend, der leider sehr stark verbreitet ist. Ja, Frau Herrlitschka, Sie haben es schon angesprochen, vom Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie zu Infineon. Das klingt nach einem sehr spannenden Lebensweg. Wie ist es dazu gekommen und wie können Sie heute in Ihrer Tätigkeit von dem profitieren, was Sie von der BOKU mitgenommen haben? Ja, ich hab begonnen hier zu studieren, 1984, wie damals eigentlich, also zwei große Trends waren damals. Das eine war die Biotechnologie, das Studium hieß ja vorher Gärungstechnik. So. Und dann ist es Biotechnologie geworden, Lebensmittel- und Biotechnologie. Wir waren der erste Jahrgang, wo wahnsinnig viele Studierendenzahlen waren. Also bei uns waren viele Herausforderungen, Laborplätze, wie organisiert man sich und so. Und
da komme ich jetzt gleich zum zweiten Teil der Frage. Da habe ich wahnsinnig viel Organisation gelernt. Wie organisiert man sich selber? Und zweitens war ich dann auch Studienrichtungsvertreterin, also sich zu engagieren für ein Thema, das eben unmittelbar auch relevant ist. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, damals 84, 85, viele, die insbesondere hier waren, wissen das, damals ist sozusagen die Diskussion Ökologie, Ökonomie ganz stark geworden und hat kulminiert sozusagen in der Besetzung von Hamburg. Na gut, als BOKU-Studentin, ja, da muss man dabei sein. Ja. Und war natürlich schon auch gesellschaftlich, finde ich, sehr spannend. Die Grünbewegung hat hier viele Impulse bekommen. Aber worauf ich raus möchte, und das hoffentlich beantwortet einen Teil der Frage, damals war unsere Vorstellung, dass ökologisch Handeln, was ja wichtig ist, ja, an der BOKU besonders viel Bewusstsein dafür, aber dass ökologisch Handeln vor allem mit Verzicht verbunden ist. Weniger, also ich sage es jetzt sehr zugespitzt, weniger Heizen, weniger Licht, weniger, ja, also eigentlich eine unangenehme Welt, so zugespitzt formuliert. Und wenn ich heute selber zurückschaue, und das ist für mich im Nachhinein auch der rote Faden, mit Mikroelektronik, vor allem mit dem, wie mit unserer Kompetenz, Leistungselektronik, das erschließt das Potenzial der Energieeffizienz, da ist der Ansatz ja, dass man Ressourcen durch Intelligenz ersetzt. Das heißt, es ist nicht so sehr das Modell zu glauben, wir müssen jetzt alle nur verzichten, weil ich glaube persönlich, Verzicht ist kein breitenfähiger Anspruch. Da kann man sich bemühen und alles und manches wird notwendig sein, aber die Leute werden immer mehr kommunizieren, die Leute werden immer mehr im digitalen Raum sein. Das heißt, es muss eigentlich der Anspruch sein, Technologien zu entwickeln, die das ermöglichen. Und dann sind sie auch breitentauglich. Und das ist das, was mich im Nachhinein noch immer begeistert und zweitens im Nachhinein auch, glaube ich, ein Stück weit meinen Weg zusammenfassen würde, Nachhaltigkeit dazu beizutragen, dass mehr Nachhaltigkeit möglich ist und das mit Technologie, mit Intelligenz umzusetzen und in dem Fall im Bereich der Mikroelektronik. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Dann mache ich weiter mit dir, Peter. Du hast ja von einer klassischen forstlichen Karriere begonnen und bist jetzt also als Vorstandsvorsitzender der Bundesimmobiliengesellschaft, der Herr über das große Immobilienimperium der Republik. Wie hast du diese Entwicklung auf der Basis des an der Bodenkultur Gelernten umgesetzt und was würdest du dem Haus mitgeben, wo es vielleicht seine Studienprogramme umorientieren oder fokussieren sollte? Also einen Teil habe ich ja schon eingangs gesagt, die Basis für, glaube ich, viele Tätigkeiten, gerade in gesamtheitlichen unternehmerischen Leitungsfunktionen, ist eben dieses Thema des ganzheitlichen Ansatzes, des holistischen Ansatzes. Wir haben unter anderem auch ein Holistic Building Programm entwickelt und dann eben auch dieser Weitblick. Was mir auch immer geholfen hat, war dieses Dreigestirn aus Ökologie, Wirtschaft und Technik. Wenn man hier in diesem Haus interessiert und offen die technischen Fragestellungen sozusagen denen begegnet, dann ist man schon gegenüber den Technikern, die es in allen unseren Häusern gibt, ein Stück weit auch einmal gewappnet, gerüstet und kann bis zu einem gewissen Teil auch die Dinge mit antizipieren. Was jedenfalls zusätzlich notwendig war, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt ein Auftrag an die BOKU sein muss, war sozusagen eine verstärkte Ausbildung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Das hat sich dann einfach aufgrund auch der Funktionen auch ergeben, dass man da auch sich entsprechend weiterbildet. Ich würde aber davor warnen,
gerade als Universität, die sich ja auch abhebt, ein Stück weit vielleicht auch von Fachhochschulen oder anderen Ausbildungsstätten, die auch durchaus hervorragende Ausbildungs- und Lehrgänge haben, zu sehr dieses Studium dem vordergründigen, kurzfristigen Nützlichkeitsgedanken zu unterwerfen. Mhm. Ich glaube, man sollte schon diese Identität, die diesem Haus innewohnt, mit diesen drei Säulen stark prägen, dort versuchen auch wirklich exzellent zu sein, vielleicht best in class zu sein und dann sozusagen dem jeweiligen, das ist ja vorher noch angesprochen worden, dem jeweiligen Absolventen auch sozusagen Raum geben, auf Basis dieser Ausbildung sich selber weiterzuentwickeln und seinen Weg zu finden, weil der Weg, ich glaube, keiner dieser Wege, die hier sitzen, war vorhersehbar, aber auch nicht geplant. Das ist völlig undenkbar und unmöglich. Also ich glaube, es geht darum, eine gute Basis zu haben, dass da hat die BOKU die Voraussetzung mit diesen drei Säulen-System und der Rest lässt sich dann schon im Laufe der Zeit dazu lernen und wird auch noch weiter notwendig sein. Ja. Danke dir. Ja, Herr Schober, wir haben jetzt gehört, die BOKU als gute Basis für den weiteren Lebensweg, für den weiteren Berufsweg. Inwiefern bringt einem das Kulturtechnikstudium bei der Donauchemie weiter? Welche Möglichkeiten gibt es da vielleicht auch für angehende Absolventinnen, Absolventen in Ihrem Unternehmen? Ja, also das Studium selber war sehr, sehr breit aufgestellt. Also ich bin direkt nachher fünf Jahre im Anlagenbau tätig gewesen, dann 5 Jahre im Planungs- und Beratungsunternehmen tätig gewesen. Da habe ich genau das ausgeübt, was ich studiert habe. Und nachher in der Chemie, ich muss dazu sagen, selbst Kulturtechniker haben industrietaugliches Chemiewissen, sonst wäre ich in den letzten 20 Jahren untergegangen. Also es hat gereicht. Ja. Also um die Frage so zu beantworten. Also es ist hat wirklich, ich hätte jetzt keinen besonderen Grund gesehen, hier es anders zu machen, also von der Gestaltung des Studiums. Mein Sohn hat dann auch auf der BOKU studiert. Der war dann im Wiggelwoggel, was soll er denn machen? Ich habe ihn natürlich versucht, positiv zu beeinflussen. Und er hat es richtig gemacht, er hat sich gegen meinen Rat entschieden und hat dann UBM studiert und es hat ihm wahnsinnig gut gefallen. Und ich muss sagen, also ich finde, diese Studienreform ist gelungen mit dem Bachelorwesen. Mir hat das wirklich imponiert, welche Möglichkeiten er während des Studiums gefunden hat, sich anders zu orientieren und wie er es dann auch durchgezogen hat und ist dann 3,5 Jahre nach Kopenhagen und hat dann nochmal einen Master in Kopenhagen gemacht. Also mir hat das wirklich imponiert, was für Möglichkeiten es mittlerweile gibt. Die hat es vor 40 Jahren nicht gegeben. Ja, vielen herzlichen Dank. Frau Griffan, Sie stehen einer NGO vor. Das ist zu den anderen Diskutanten hier, sage ich, doch etwas ganz was anderes. Wie hoch oder wie niedrig schätzen Sie die Qualität, hier ein Netzwerk mit aufgebaut zu haben? Das Netzwerk, den Kontakt zu Ihren ehemaligen Studienkolleginnen und Kollegen zu haben? Und welche Chancen haben BOKU-Absolventen in NGOs wieder ihren? Naja, in meinem Bereich treffe ich immer wieder Leute, die auch hier studiert haben. Es sind ja auch welche ich sozusagen entweder im Studium oder auch nach dem Studium, aber mit BOKU-Bezug kennengelernt habe. Und natürlich sozusagen brauchen wir eigentlich ganz, ganz viele Leute, die gerade hier studiert haben. Also ich könnte sozusagen alle, die digital jetzt zuhören und alle aber auch die hier sind, sehr gerne einladen, sich auch sozusagen bei Cradle to Cradle NGO zu engagieren, sei es, wenn man hier in Wien ist, bei der Regionalgruppe hier vorbeizugucken oder das Thema bei sich im Unternehmen umzusetzen, weil das ist sozusagen, ja, wir haben es ja auch im Vortrag gerade gehört, das ist sozusagen eigentlich das, was jetzt ansteht und was total notwendig ist. Und da braucht es Menschen, die sozusagen auch Wissen dazu haben, wie man das machen kann. Und deswegen, jeder, der Lust hat, bei uns mitzumachen, gerne bei uns melden. Ja, Frau Herrlitschka,
Ich gehe jetzt ein bisschen über zu etwas privateren Fragen. Haben Sie noch Kontakt zu Studienkolleginnen, Studienkollegen? Inwieweit spielen die noch eine Rolle in Ihrem momentanen Netzwerk? Naja, dadurch, dass ich beruflich viele verschiedene Stationen hatte, war das einerseits leider damit verbunden, dass ich viele Kontakte verloren habe. Auf der anderen Seite erstens einmal ein sehr großes Netzwerk habe und immer wieder BOKU-Kolleginnen und Kollegen gefunden habe. Das ist unglaublich und ich glaube, das ist auch eine der Stärken der Bodenkultur, an welchen Stellen man überall BOKU-Absolventinnen und Absolventen trifft. Nämlich in den unterschiedlichsten Bereichen, jüngst auch bei uns im Unternehmen. Also es gibt noch andere, die in der Mikroelektronik sind, aber ich glaube, das zeichnet die BOKU ganz stark aus, also die drei Säulen, wie schon angesprochen, und damit die Anschlussfähigkeit, in viele Bereiche zu kommen. Und ich glaube auch, der zweite Punkt, das systemische Denken, das wir damit verbunden lernen, und damit schließen sich auch viele andere Bereiche. Und deswegen, ich habe mittlerweile relativ viel Kontakt immer wieder gefunden zu BOKU-Absolventinnen und Absolventen, Kolleginnen und Kollegen. Und das Schöne dabei ist auch, man hat eine gemeinsame Basis. Das spürt man einfach auch immer. Das ist ganz merkwürdig, aber es ist super und ich glaube, das ist eine der Stärken auch hier in der BOKU. Ja, das freut uns vom Alumni-Verband jetzt natürlich ganz besonders, das zu hören, weil das ist ja auch das, was wir versuchen, den Absolventinnen und Absolventen zu ermöglichen, dass eben dieser Kontakt wiederhergestellt wird oder weiter gepflegt wird. Hans-Peter, du bist ja als Mitglied der Forstlichen Corona. Wir sind ja ein kleiner Sektor und im forstlichen Sektor kennen sich ja die so ungefähr 900 aktiven Absolventen und Absolventinnen, die es in Österreich aktiv gibt, die kennen sich weitgehend. Wie sehr gehst du auf dieses Netzwerk teilweise zurück und wie siehst du die Chancen von Absolventen und Absolventinnen der Bodenkultur, nicht jetzt nur aus der Forstwirtschaft, in deinem Unternehmen jetzt? Ich kann nur anschließen an das Gesagte von Frau Dr. Herlitschka. Also erstens ja, es gibt das Netzwerk Freundschaften und Netzwerken aus der Studienzeit. Vieles hat sich dann im Laufe der Zeit und der Jahre entwickelt, weiterentwickelt. Es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Studienrichtung, aber selbstverständlich aus der BOKU insgesamt, die aus diesem spezifischen Fach hinausgetreten sind, allein der beispielsweise der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Wien, auch ein Kollege von uns, um nur einen zu nennen. Und da gäbe es jetzt viele andere. Und viele Absolventen sind sozusagen in den unterschiedlichsten Stellen. Der neue Stadtbaudirektor beispielsweise der Stadt Wien, auch ein Absolvent dieses Hauses. In unserem Haus gibt es durchaus eine beachtliche Zahl von Absolventinnen der Universität für Bodenkultur. Wir sind so etwa 1100 Mitarbeiter im Unternehmen. Ich würde mal sagen, an die 300, 350 Universitätsabsolventen und 7-10% davon werden BOKU-Absolventen sein. Und da ist aber ganz breit gestreut. Kulturtechnik ist natürlich naheliegend in den technischen Bereichen, aber gerade das neu angesprochene Studium Bioressourcenmanagement ist bei uns jetzt beispielsweise im Mobilitätsmanagement und in anderen Bereichen vorhanden oder da. Wir haben Forstwirte, wir haben Landschaftsplaner, also durchaus breit und ich würde sagen, die Chancen nehmen zu, weil einfach die Themenstellungen, die BOKU seit Jahrzehnten verfolgt, mittlerweile in der Mitte der nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Unternehmen angekommen sind. Das Thema Kreislaufwirtschaft, das Thema Materialien, Materialauswahl, das Thema holistischer Ansatz ist mittlerweile Teil der Unternehmensstrategie. Ich würde mal sagen, ist eigentlich der wesentlichste Teil der Unternehmensstrategie und ist auch, ich sehe es eben nicht mehr als Widerspruch, wie das heute schon gesagt worden ist, zwischen Shareholder-Anspruch oder Erwartung und sozusagen den ökologischen Zugängen oder den nachhaltigen Zugängen, sondern ganz im Gegenteil, ein langfristiger Bestand, eine langfristige Überlebensfähigkeit eines Unternehmens, eine langfristige Wertsicherung. Unsere Immobilien beispielsweise ist nur dann gegeben, wenn man eben auf diese Themen rechtzeitig Rücksicht nimmt. Und das lernt man in diesem Haus. Danke. Ja, vielen Dank.
Ja, wir haben heute hauptsächlich Absolventinnen und Absolventen zu Besuch. Viele von Ihnen haben schon Kinder, manche auch Enkelkinder. Was würden Sie empfehlen, auch im Hinblick darauf, dass es auch in der Berufswelt immer mehr zu einer Spezialisierung gekommen ist in den letzten Jahren? Das Studienangebot, haben Sie schon angesprochen, hat sich sehr stark vervielfältigt in den letzten Jahren. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Was würden Sie jungen Menschen empfehlen hinsichtlich der Studienwahl, wie man sich da am besten für ein Studium entscheiden sollte? Schwierige Frage. Ja, wenn man sich, ich glaube, es ist von hinten her zu beantworten, weil es mir so gegangen ist. Also ich habe mich für das Studium entschieden, habe mir das nicht so leicht gemacht, habe aber dann feststellen müssen, boom, in diesem Feld gibt es doch eine unheimliche Vielfalt an verschiedenen Berufsmöglichkeiten. Und ich habe mich da einfach das Prinzip ausgemacht, ja, wenn du schon nicht weißt, was du genau willst, dann mach einfach das Ausschließungsprinzip. Und habe einfach in den Ferien immer ausgenutzt, möglichst viele verschiedene Ausprägungen des Studiums als Fernpraktikant durchzuexerzieren. Und da habe ich eine schöne Stricherliste gehabt und dann habe ich genau gewusst, das kommt alles nicht in Frage. Und es ist dann immer weniger übergeblieben, wo ich dann hintendieren kann oder möchte. Das war sozusagen mein Zugang. Ich kann nur sagen, mein Sohn hat es anders gemacht. Wie gesagt, der war auch auf der BOKU. Der hat von Anfang an gewusst, was er haben möchte. Vielleicht habe ich ihn auch geprägt. Und er hat dann, und das war ja sehr interessant, dann, wie er den Bachelor gehabt hat, da hat er dann die Krise gehabt. Da hat er nicht so richtig gewusst, wie er weitermachen soll. Und da hat ihm das eben der Auslandsaufenthalt unheimlich geholfen, hier wieder in die Spur zu kommen, seinen Wunsch nachzugehen, einen Master noch abzuschließen und hat jetzt eigentlich recht erfolgreich seinen beruflichen Werdegang eingeschlagen. Es ist schwer, was zu empfehlen. Ja. Es ist, glaube ich, es liegt schon an einem selber, richtig zu recherchieren. Ja, das ist, glaube ich, auch schon auch ein probates Mittel, wenn man schon genau weiß, in welche Richtung es geht, so viel wie möglich Wissen sich selber anzueignen. Dann tut man sich leichter beim Entscheiden. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung. Ja. Vielen Dank. Ewald, was meinst du, machen wir noch eine Fragerunde und gehen wir dann zu den Publikumsfragen? Ich würde sagen, ich hätte noch gern bei der Frau Griffan ja so einen eher altertümlichen Studienzugang gewählt hat, indem sie, so wie es früher Studierende gemacht haben, im 18., 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, die von einer Universität zur anderen Universität gezogen sind. Das ist ja das, was also den normalen, üblichen, heutigen Studenten nicht eigen ist. Die studieren, und da ist die BOKU-Studenten, sind ja vielleicht besonders ausgeprägt. Sie studieren ihren Master hier, sie studieren konsekutiv zuerst ihren Bachelor, dann den Master konsekutiv, vielleicht noch das Doktorat an derselben Universität. Da nehme ich mich selber nicht aus. Was hat Sie bewogen dazu, diesen komplett konträren Ansatz zu wählen? Ja, ich war, glaube ich, an 5 Universitäten und habe das ganz bewusst gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie immer wieder einen neuen Studiengang angefangen, sondern ich habe konkret geguckt, wo die besten Leute sind, um das zu lernen, was ich lernen wollte. Und da bin ich sozusagen dann hingegangen. Und deswegen war das für mich auch so, dass ich mir gedacht habe, nee, natürlich braucht man irgendwie quasi einen Studiengang, den man dann abschließt. Aber aus meiner Sicht wird nicht unbedingt allen gut genug erklärt, dass man eigentlich mit den neuen Reformen ganz viele Möglichkeiten hat, weil man ja eigentlich die Möglichkeit hat, sich ganz viele Kurse an unterschiedlichen Stellen anrechnen zu lassen. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich was Universitäten auch mit der Umstellung auf Bachelor, Master
Und vielleicht auch sozusagen die BOKU besonders nochmal, weil ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt, die einfach sehr viel Zeit hier verbracht haben, was bestimmt toll war, aber was sozusagen einfach eine Möglichkeit ist, die, glaube ich, ganz vielen Studierenden gar nicht so bewusst ist, dass man das halt kann, dass man einfach sozusagen gucken kann, wo denn all das ist und sozusagen eigentlich in Europa unterwegs sein kann, in unterschiedlichsten Ländern und das noch nicht mal nur sozusagen nur als abgeschlossener Master dann zum Beispiel in Kopenhagen machen muss. Ich habe auch in Kopenhagen ein Semester halt studiert, weil es halt da auch spannende Leute gibt, von denen man was lernen kann. Und ich glaube, da müssen wir besser werden, auf jeden Fall auch einfach erstens Studierende da drin zu unterstützen, dass sie das von sich aus auch machen wollen, einfach weil sie sozusagen nicht da drin noch mehr Schranken kriegen, sozusagen, wo es dann schwierig ist, und ihnen auch zu zeigen, dass es sozusagen ganz toll ist, dass man an ganz vielen Stellen was lernen kann und dass das sozusagen auch was ist, was einen auf jeden Fall viel mitgibt, neben dem, dass man sozusagen vielleicht viel inhaltlich im Studium gelernt hat, aber auch, dass natürlich, dass es einem auch was mitgibt, Europäerin zu sein und einfach sozusagen auch ja, unterschiedliche Orte in Europa kennenzulernen. Danke für dieses positive Europa-Statement. Ich persönlich bin politisch geprägt vom Prager Frühling, den ich als junges, kleines Kind miterlebt habe und das mir, nachdem ich im Weinviertel aufgewachsen bin, sehr dramatisch vor Augen geführt hat, welches Glück es ist, ein paar Kilometer weiter östlich oder weiter westlich geboren zu sein. Da reden wir von vielleicht 10, 15 Kilometern. Ich danke den Diskutanten und Diskutantinnen recht herzlich und wenn aus dem Publikum noch Interesse an Fragen besteht, dann ist jetzt dazu die Gelegenheit. Wir haben zwei Kollegen hier, die Ihnen ein Mikrofon bringen oder zuwerfen werden. Wir haben diesen Mikrofonball, der halt für diese großen Distanzen, die zu überbrücken sind, da. Wenn jemand aus dem Publikum Fragen hat, bitte jetzt ein Handzeichen und das Mikro kommt zu Ihnen. Ja, bitte hier vorne. Zweite Reihe, dritte Reihe. Er traut sich nicht werfen. Ich hätte eine Frage an meinen Kollegen. Weiß, ja. Ich bin also aus komme aus dem schulischen Bereich und da wurde also Baumaßnahmen gesetzt, die damals noch von der zuständigen Landesbaudirektion durchgeführt wurden, die dem Wirtschaftsministerium unterstanden sind. Und zu meiner Zeit war es dann so, dass die Frage war, Gasheizung in diesem Bereich oder erneuerbare Energie. Und ich muss sagen, ich habe also damals von der Landesbaudirektion, nicht von der jetzigen BIG, wenig Zustimmung bekommen, also mehr oder weniger Widerstand bekommen, wobei das Landwirtschaftsministerium dann zu meinen Gunsten entschieden hat und die erneuerbare Energie übernommen hat. Das ist eine Frage an Sie. Wie kommen Sie als Forstwirt dazu, in den Baubereich zu kommen, wo unter Anführungszeichen die Betonierer gesessen sind? Das ist richtig. Das war auch in den ersten Jahren eine große Herausforderung, was sozusagen die Anpassung oder Öffnung, muss ich eigentlich sagen, der Ausschreibungsunterlagen betrifft, dass man sozusagen jetzt keine Materialität ausschließt, aber sozusagen auch tatsächlich keine Materialität ausschließt, weil es natürlich sehr, sehr stark in eine Richtung geprägt war. Das heißt, da glaube ich, ist einiges gelungen. Wir haben gerade im Bereich des Holzbaus und dort, wo es um die Nachverdichtung geht, ganz besonders im Bereich des Holzbaus in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, nicht nur an der BOKU, sondern in vielen Bereichen. Das war aber notwendig und ich glaube, es ist oft notwendig, dass dann sozusagen jemand auch hineinkommt, der vielleicht auch einmal eine andere Sicht auf die Dinge bringt, ein Stück weit. Zur Frage der Energie, das ist ein Thema, natürlich gibt es gäbe es nach wie vor den Zugang oder den Ansatz zu sagen, was ist denn kurzfristig die günstigste Lösung, da haben wir aber als Unternehmen, auch das hat Jahre gedauert, um das sozusagen im Unternehmen auch zu etablieren und dort auch eine Strategie festzuschreiben mit dem Eigentümer, mit dem Aufsichtsrat und mit den Stakeholdern, dass wir aus diesen Öl- und gasbasierten Technologien rausgehen und zwar sehr, sehr kurzfristig. Wir sind schon mittendrin und werden mit 2025 die letzten Öl- und gasbasierten Heiztechnologien in allen unseren 2800 Häusern
verändert, ausgetauscht durch nachhaltige Technologien haben. Kleine Einschränkung, ich zähle da jetzt auch ein Stück weit die Fernwärmen dazu und jetzt wissen wir das natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welcher Stadt wir uns befinden, auch die Fernwärme nicht immer ganz, noch nicht immer überall entsprechend CO2-neutral ist, aber es ist zumindest ein Weg, wo man relativ schnell und rasch Maßnahmen setzen kann, dass man dort auch hinkommt. Wie komme ich selber dazu? Ich bin über das angesprochene Vorunternehmen, in dem ich auch über ein Jahrzehnt tätig war, bei den Estasi-Stiftungen einfach mehr und mehr in das Immobilienthema hineingekommen. Das war auch bei den Bundesforsten schon so. Und das war sozusagen der Weg hin zum Immobilienmanagement und weniger zur Bauseite. Unser Unternehmen besteht in Wahrheit aus zwei Themen. Sie haben auf der einen Seite diese Projektsteuerung, Projektumsetzungsthematik, aber Sie haben natürlich auch das langfristige Immobilienmanagement und über diese Ecke bin ich da hineingekommen. Sonst noch Fragen? Wie gesagt, dann bleibt es mir nur noch einmal, Ihnen zu danken. Ich weiß, dass manche von Ihnen ein relativ enges Zeitkorsett haben. Ich danke Ihnen vor allem also auch für die Anreise aus Berlin. Es bleibt mir jetzt nur noch über Ihnen für die Teilnahme zu danken und es gibt jetzt noch einen kurzen Film. Genau, ja. Und wir haben auch noch ein kleines Dankeschön für unsere Diskussionsteilnehmerinnen vorbereitet. Ja, der Kollege bringt es schon. Ja. Warum der Kollege im Sackerl nachschaut, ist das, dass natürlich den Damen ein Halstuch und den Herren eine Krawatte zugedacht ist. Und damit das nicht falsch ankommt, müssen die Kollegen natürlich noch einmal genauer nachschauen. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie heute zu uns an die BOKU gekommen sind und an unserer kleinen Gesprächsrunde teilgenommen haben. So, jetzt hat man den Film gemacht. Sie können sitzen bleiben, wir schauen uns dann den Film am Screen. So, und jetzt haben wir als letzten Programmpunkt hier noch ein kurzes Video vorbereitet. Es sind sehr, sehr viele Absolventinnen und Absolventen heute mit dabei. Also es ist, soweit ich bis jetzt gehört habe, der bis jetzt erfolgreichste Alumni-Tag mit den meisten Besucherinnen und Besuchern. Es haben nicht alle geschafft herzukommen, deshalb haben wir jetzt von einer internationalen Absolventin eine kurze Großbotschaft. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher des BOKU Alumni-Tages 2023, ich bedanke mich herzlich für die nette Einladung, euch von meinem beruflichen Werdegang und Leben im Ausland zu erzählen. Mein Name ist Silvia Lorenz und ich bin Absolventin der Studienrichtung Lebensmittel und Biotechnologie und seit 2004 in der spanischen Stadt Valencia am Mittelmeer ansässig. Hergekommen bin ich aus Interesse an der Stadt, an der spanischen Sprache und wegen der Liebe. Und geblieben bin ich aus den gleichen Gründen. In Valencia gab es ein zweijähriges Lebensmitteltechnologiestudium, welches ich absolvierte. Für den Biotechnologie-Teil der letzten Studienjahre pendelte ich zwischen Valencia und Wien. Danach absolvierte ich einen Junior MBA, arbeitete in der Qualitätsabteilung einer großen Supermarktkette und leitete danach die Qualitätsabteilung einer Obst- und Gemüseexportfirma, bevor ich in die Augenheilkunde wechselte. Seit 2010 bin ich bei der größten Augenklinikkette Europas tätig. Clinica Baviera besitzt über 100 Standorte in Spanien, Italien, Deutschland und Österreich. In Spanien bieten wir integrale Augenheilkunde an. Das heißt, wir decken das gesamte Spektrum von normalen Routinekontrollen bis hin zu Hornhauttransplantationen ab, wobei das Kerngeschäft aber elektive Eingriffe sind, nämlich die Augenlaserkorrekturen und die Alterssichtigkeitsbehandlung mittels Intraokularlinsen. Außerhalb von Spanien bieten wir nur Laser- und Linsen-OPs an. Ich begann in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung als Bindeglied zu einer kurz davor übernommenen deutschen Augenklinikkette namens CareVision. Zur erfolgreichen Integration der neuen Standorte auf allen Ebenen waren zweisprachige Personen notwendig. In der Abteilung kontrollieren wir verschiedene Indikatoren, um durchgehend hohe Behandlungsstandards und optimale Ergebnisse zu gewährleisten. Des Weiteren testen wir laufend neue Geräte und Intraokularlinsen, um nur solche in unsere Protokolle aufzunehmen, von denen wir aufgrund eigener Erfahrung überzeugt sind. Außerdem stellen wir unserem medizinischen Personal
Daten für wissenschaftliche Publikationen zur Verfügung. Vor einigen Jahren begann ich, auch hin und wieder in unserer Bauabteilung auszuhelfen. Und inzwischen widme ich dieser Abteilung den Großteil meiner Zeit und bin hauptsächlich in die Eröffnung neuer Standorte in Deutschland eingebunden. Zu meinen Aufgaben zählten bisher Projekte zur Konzessionierung unserer Standorte als Privatkliniken sowie auch die Begleitung von Bauprojekten in allen Phasen. Aufgrund der stetigen Expansion der Firma wächst aber auch unser Team, weshalb wir uns aktuell in einer Umstrukturierungsphase befinden. Ab nächstem Jahr werde ich weniger in neue Projekte eingebunden sein, sondern mehr in den Bereich der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten und werde auch ein Projekt für mehr Nachhaltigkeit in unseren Kliniken starten. Zusätzlich habe ich für Deutschland vor kurzem die Verantwortung für Themen der Corporate Social Responsibility übernommen und darf diesen Bereich langsam aufbauen. Ein spannendes und wichtiges Gebiet, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Mit der BOKU fühle ich mich aber immer noch emotional sehr verbunden, da es eine sehr prägende Zeit für mich war und mir die gute Qualität der Ausbildung sowie der Ansporn zum genauen und wissenschaftlichen Arbeiten heutzutage, 20 Jahre später, immer noch zugutekommen. Außerdem bin ich eine begeisterte Leserin des BOKU-Magazins. Damit bin ich nun am Ende meiner kurzen Präsentation angelangt. Ich wünsche euch allen noch einen weiteren interessanten und unterhaltsamen Alumni-Tag und verabschiede mich mit sonnigen Grüßen nach Wien. Adios und alles Gute!